Kekse. So, so wie ich verstanden habe, haben die jetzt auch alles Secret Exits. Und ab hier wäre es natürlich wieder fair, ohne Safe State zu spielen. Also werde ich das mal vorerst wieder machen. Das war jetzt eben nur so eine schnelle Aufholaktion. Für die Sachen, die mir schon längst zustehen müssen. So, also ein paar Bonus-Levels. Sehr cool. Ich glaube, das sind diese Kekse aus Yoshi's Cookie, oder wie das Spiel hieß, zum Yoshi-Puzzle-Game. Also die Sprites auch. Oh Mann, wo soll denn hier ein Secret Exit bitte versteckt sein? Übrigens, Kirby-Musik. Habe ich das nicht am Anfang schon was gesagt? Ich weiß nicht mehr. Ja, ich finde hier aber kein Secret Exit. Zumindest bis hierhin nicht. Wir gehen mal dahin. Okay, ich habe eine Vermutung. Da müssen wir noch ganz weit zurück erstmal. Oh, genau da rein, du dummer Sack. Ey, das gibt's doch nicht. Da. Ich weiß zwar noch nicht, wofür der ist, aber wir behalten das Ganze mal im Auge hier. Oh, nehme ich, wenn ich kann, ohne mich treffen zu lassen. Okay. Er ist natürlich auch an der gemeinen Stelle, weil er da nicht getroffen werden kann. Wofür ist jetzt dieser Peace Watch gut? Was ist hier los? Okay. Okay. P. Das klingt eindeutig. Also ich habe eine Botschaft gesucht und da habe ich sie. Ein dickes P. Schlüssel. Schlüsselloch fehlt noch. P. Ich habe nur ein P. Moment. So viele Ps kann ich gar nicht machen. Machen wir halt die. Ach, ihr wisst genau, was ich machen will. Oh, der ist mir gerade voll versaut. Moment, ich versuche hier gerade Anlauf zu sammeln, ja? Ah, ich habe ein bisschen meinen Einsatz verpasst, aber. Moment, das kriege ich hin. Das krieg ich hin. Hoffentlich. Ja, haha, okay, gut. Keinen zweiten Peace Watch gebraucht. Wir haben es geschafft. Das führt uns einfach nur zurück. Okay, und wenn ich das Level jetzt normal löse... Ärgerlich ist jetzt, wir müssen die Level dann immer zweimal machen. Das nervt schon ein bisschen. Ja, okay, sorry, dass es jetzt vielleicht ein bisschen eintönig wird mal wieder, aber leider ist das Spiel so gestaltet, dass man das wohl immer zweimal spielen muss. Einmal mit Tricky Secret Exit suchen und einmal ohne. Das heißt, wir kommen ja minimal schneller durch, weil wir jetzt diesmal hier nichts mehr suchen, sondern einfach nur durchkommen. Und ich versuche auf jeden Fall zu fliegen, wo ich kann. Hier kann ich es nicht. Okay, oh, oh, oh. Ich habe das Scheißding abgewehrt. Moment. Ah, ich hatte gerade Anlauf. Ich brauche mehr Anlauf. Wir gehen hier oben lang. Toll. Jetzt habe ich nicht mehr nochmal einen Anlauf bekommen. Naja, zumindest haben wir den unteren Teil. Da wird es ja noch nicht gesehen. Also ein bisschen was Neues. Können wir uns ja darüber freuen. Kann ich mir nicht den Weg hier...
Leute, es ist ein Minuspunkt. Ich kann nämlich hier feststecken. Ich glaube, ich kann hier rausfliegen. Aber, okay, ich kann rausfliegen, aber wenn ich Pilz habe und nicht Cape dabei, dann kann ich hier drin feststecken. Und das darf leveldesignmäßig nicht passieren. Darauf muss geachtet werden. Ach ja. Stimmt, aber der Schlüssel ist gut, weil das könnte mir hier ein neues Cape geben, sofern ich zumindest mit dem einen Cape ins Ziel reinkomme, und das tue ich. Okay. Oh ne, es gibt einen Wunderbar, okay. Naja, wir haben ja eh keine Leben mehr, jetzt wo wir das Spiel resettet haben. Oder resetten mussten, ne? Okay, das führt uns dann hier hin. Ja, das müssen wir jetzt mit jedem Level einmal so machen. Mehr Kirby-Musik. Also ich finde, ja, mit Kirby-Musik macht man generell eigentlich nichts falsch. Vielleicht macht man was falsch, wenn es ein Horror-Hack werden soll und dann dieses Lied hier auf einmal läuft. Aber sonst ist doch alles cool. Wir müssen aber wieder suchen. Moment. Okay, gut. Ich wollte mich gerade schon beschweren. Ah, Moment. Wieder eine Feststeckstelle. Diesmal aber nicht. Aber leider ist es meine Pflicht, alle Röhren zu kontrollieren hier. Okay. Die, wo die Münzen drauf sind, war's. Das ist nett. Bringt es uns auch irgendwas? Oder haben wir jetzt nur mal einen Cape mehr? Ich glaube, genau das ist es nämlich. Tschüss. Okay. Also die Röhren, die rauf und runter gehen, da kann man ohnehin nicht ran. Das heißt, die kann man schon mal irgendwie ein bisschen ausschließen. Mist. Wisst ihr, was mein Fehler war? Ich habe aus Versehen einen geduckten Sprung gemacht, den ich eigentlich nicht machen wollte. Und dementsprechend konnte ich dann nicht mehr spinnen. Und konnte das Ding dann nicht beseitigen. Okay, wie ich den getötet habe, habe ich gar nicht verstanden. Wir haben keinen Secret Exit gefunden. Das ist nicht so gut, ja. Okay, wir haben es nicht gefunden. Gar nicht. Ja, dann suchen wir weiter. Das Gemeine ist... Das Normal Exit führt uns zum nächsten Level weiter. Das Secret Exit führt uns nur praktisch zurück. Okay, das heißt, wir können zumindest sehen... Aha, also ich wollte sagen... Ja, also wir können zumindest sehen, wo wir das Secret Exit haben, wo nicht, weil da, wo wir es haben, können wir auch wieder zurück. Moment. Macht das überhaupt Sinn? Würden wir nicht sonst hier feststecken? Naja. Wenn wir hier... War das hier schon immer auf? Ach, keine Ahnung. Wir suchen jetzt einfach. Wir suchen einmal ein weiteres Mal Secret Exit. Das sind ein paar viele Flammen. So. Schau nochmal genauer hier. Vielleicht gibt es ja doch einen Grund dafür, dass es hier ein Cape gibt. Ich würde hier gerne fliegen. Aber da die Kamera nicht mitscrollt, kann da oben auch nichts sein. Gehen wir hier zurück. Okay, ich verstehe, was hier das Ding war. Wow. Wir haben es auf ganzer Linie verkackt. Ja, dann würde ich sagen, holen wir uns noch ein Cape. Okay, aber trotzdem bin ich jetzt kein bisschen schlauer als vorher. Ich habe nur die Vermutung, dass Secret Exit hat damit zu tun, dass ich irgendwo hinfliegen muss. Weil mir ein Cape ja gegeben wird. Wobei es auch oft Levels gab, wo man nicht fliegen, wo doch fliegen musste, ohne ein Cape zu kriegen. Jetzt haben wir nichts mehr. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh, nett. Da wären zwei Power-Ups drin gewesen, aber jetzt habe ich zweimal Pilze, ne? Ja, die haben wir doch auch schon alle kontrolliert. Oh, dann auch noch das.
Oh mein Gott. Okay, okay. Ich weiß nicht, wo meine Intuition herkam. Vielleicht haben meine Eier gerade vibriert an der Stelle. So, hier ist es oder sowas. Okay, da haben meine Eier nicht vibriert. Aber es ist gut. Wir haben schon mal ein halbes Sigurd-Exit gefunden. Ja, okay, okay, okay. Das ist doch was. Wir wissen, wo das Schlüsselloch ist. Das heißt, der Schlüssel muss irgendwo in diesem Level hier noch rumlungern. Leider habe ich keine Ahnung, wo. Bisschen ärgerlich ist das schon. Aber wir machen's. Wir machen schon. Ich meine, hier habe ich auch nirgendwo eine Stelle, wo ich fliegen könnte. Ich habe ja nichts, wo ich Anlauf hier nehmen kann. Oder doch? Nicht so wirklich. Oh Mann. Wieso muss ich mir jedes Mal das Cape immer wieder kaputt machen? Ich check das nicht. Ich verstehe mich selber nicht. Ich verstehe das ganze Level hier gerade gar nicht. Okay, zwei Feuerblumen. Aber die Frage ist auch, ist der Schlüssel... Kann der auch in einem der anderen Dinger hier drin sein? Vor allem, woher soll ich das denn wissen? Es ist kein, meiner Meinung nach, kein gut verstecktes, also nicht gut verstecktes Secret Exit. Weil es gibt... Okay, der ist weg. Es gibt halt die Yoshi-Coin, an der ich mich orientieren kann. Das war's dann auch. Da ging's ja nicht rein. Geht's hier rein? Ja. Okay. Okay, ein bisschen, ja, ist das schon Orientierung, ja? Durch die Yoshi-Coins. Gut. Ich kann mich jetzt wirklich nicht beschweren, wie soll man darauf kommen? Man kann darauf kommen. Man muss zwar richtig hart nachdenken und über alle Ecken einmal denken, aber man kann darauf kommen. Deswegen sage ich mal nichts dazu. So, wo war das Ding hier? War schwierig, aber wir haben's. So, und das führt uns dann jeweils wieder zurück. Volcano Starland.